Auf der orthopädischen Station hat Dr. Olaf Thiel Dienst. Soeben ist ein neuer Patient samt Familie eingetroffen. Der Handballtrainer soll am Fuß operiert werden. Doch schon bald zeigt sich, dass nicht nur der 45-Jährige Hilfe braucht. Sie sind da, damit wir heute Ihren Fuß operieren, Ihren Hallux Valgus, Ihren Ballenzeh. Ihr Orthopäde hat Sie eingewiesen zu uns. Bisher hat es ja auch immer geklappt. Ja, gar nicht hat es bisher geklappt. Wieso? Ich habe die letzten 10 Jahre damit gespielt. Ja, super. Also, was machen Sie denn beruflich? Ich bin Handballtrainer. Ich trainiere die Mannschaft meines Sohnes. Ja, aber dann müssen Sie auf den Füßen stehen. Ja, aber nochmal, das hat ja jetzt 10 Jahre funktioniert. Also, aber das ist ja schon, dass es schmerzhaft ist. Also er ist total männlich. Ne? Merken Sie schon? Diclofenactus, ein bisschen Tape und so. Ja, ein bisschen Tape und so. Aber man sieht, wenn er läuft, der hat Schmerzen. Das kann man ihm ansehen. Also es ist nicht ohne. Ein Hallux Valgus ist nie ein kosmetisches Problem, sondern es ist eine ernsthafte Erkrankung, die Ursachen haben kann, natürlich in der Fehlbelastung durch zu enges Schuhwerk, durch zu hohe Absätze, kann aber auch eine vererbte Stoffwechselstörung, Bindegewebsschwäche sein. Was heißt das jetzt für mich auf Deutsch? Das heißt, wir machen den Eingriff heute, das ist für uns ein Routineeingriff, den machen wir ständig. Und wir werden Sie anschließend noch etwa 5 Tage hier zur Kontrolle behalten, damit wir die Wundheilung kontrollieren. Und nach 5 Tagen werden Sie entlassen. Aber dann kann ich wieder Sport treiben. Nein, nach 5 Tagen natürlich noch nicht. Bis Sie voll belasten können. Ja, aber bis Sie voll belasten können, wird es 10 Wochen brauchen. 10 Wochen? Ja, 10 Wochen. Drin. Ja, dann ist das. Ich muss mich ja ein bisschen aber auch dabei bedenken, dass es frisch operiert dann. Ne? Oh, aber Entschuldigung. Oh, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Was ist das? Tee, es tut mir aufrichtig leid. Entschuldigung. Ja, Mama, ist schon okay. Gestolpert. Ja, was ist, komm? Das ist schon okay. Das tut doch weh, oder? Nein, es tut das nicht ist doch heißer Tee. Musst du jetzt nicht so ein Theater machen? Ja, komm, ist okay. Komm, lass uns doch mal aber nachgucken. Er hat doch jetzt gesagt, das ist in Ordnung. Papa, sag doch mal was. Es ist was. Heißer Tee gewesen. Wenn das mal so ein Theater machen. Papa, sag doch was. Entschuldigung, wenn das heißer ja, Tee super. Ist. Ja, super, guck dir das mal an. Gucken Sie sich das mal an. Oh ja, oh ja. Das hast du nicht gespürt. Was ist denn das? Das ist ganz rot. Merkst du das, wenn ich hier am Rand? Ja, also ich spüre einen leichten Druck, aber es tut nicht weh. Ja, aber es ist doch total schlimm, sieht das aus. Das muss doch wehtun, das kann doch nicht sein. Mama, wenn ich dir sage, es tut nicht Mama, weh. Mama. Aber eine Gefühlsstörung in dem Alter, an dieser Stelle, das ist nicht normal. Das sollten wir genauer untersuchen. Kann ich das mal sehen, Junge? Ja, sicher. Guck dir das doch mal an. Das ist ja wirklich scheiße rot. Ja, klar. Ja, nee, das musst du ja wohl auf jeden Fall. Eben, würde ich auch so sagen. Das sagst gerade du, der nie zum Arzt geht. Nachdem die Mutter das Hemd hochgezogen hat, war zu sehen, dass die Haut sofort gerötet war und dass es sich um eine Verbrennung handelt, ersten bis zweiten Grades. Und das muss behandelt werden. Noch beunruhigender als die Verbrennung ist jedoch die Tatsache, dass der 16-jährige Sohn des Handballtrainers offenbar kaum Gefühl im Rücken hat. Der Stationsarzt will schnellstmöglich abklären, was dahinter steckt. Merkst du das hier, wenn ich da drüber fahre? Spürst du das? Hallo. Du wirst was gefragt. Der Arzt hat dich was gefragt. Was denn? Ich habe gerade gefragt, hallo? Paul, ich habe gerade gefragt, ob du das spürst, wenn ich hier so drüber fahre. 120. Also ein bisschen. Das ja, aber auf der Seite nicht. Und das ist ganz ungewöhnlich. Es liegt dort tatsächlich in einem umschriebenen Areal eine Sensibilitätsstörung vor. Die sogenannten Vitalparameter, das heißt Puls und Sauerstoffsättigung, auch der Blutdruck war normal, sodass wir erstmal gar keinen Hinweis darauf hatten, was die Ursache für seine Beschwerden sein können. Und du hast mich eben nicht verstanden? Nee. Das hat er öfter, das finde ich komisch. Was hat er öfter? Ja, dass er nicht so richtig hört. Ich habe immer gedacht, er würde das extra machen, weil ich was so zu ihm sage, dass er so tut, als ob er mich nicht verstehen würde, ne? Oh, Mama, mach doch jetzt nicht so ein Fass hier. Nee, nicht das Fass. Aber wenn du den Arzt auch nicht verstehst, dann scheint das ja wirklich so zu sein. Ich habe gedacht, das wäre so, weißt du, Ohren auf Durchzug stellen. Ja, aber es ist denn jetzt ungewöhnlich. Wenn Sie von dort sprechen, hört das. Und wenn ich von hier rede, hat er mich ja eben nicht gehört. Also ich habe ihn schon mal hier zur HNO-Klinik, hier in der Klinik war er gewesen, habe ich ihn schon einen Termin geholt. Dann müssten wir ja eine Akte haben. Stimmt. Ja, kannst du da mal bitte nachschauen. Und ich würde gerne kontrollieren, wie es Hörvermögen ist, dass es offensichtlich einen Unterschied gibt, wenn du mir eine Stimmgabel bitte mitbringen kannst, Dennis. Ja. Also der hat halt schlecht gehört, dann habe ich mir hier einen Termin ihm besorgt, dann war er hier gewesen und dann kam er wieder und sagt, es wäre alles in Ordnung. Die Mutter erzählte dann auch, dass solche Situationen des schlechten Hörens schon öfter vorgekommen sind und diese Konstellation mit einer Sensibilitätsstörung und Hörschwäche ist ganz ungewöhnlich bei einem 16-jährigen Jungen. So, Dankeschön. Ich habe jetzt noch mal kurz in unserem System nachgeguckt, ist aber keine Akte angelegt.
Ist aber ungewöhnlich. Sehr. Warst du denn wirklich hier? Ja, stimmt das, Paul? Ja, ich war hier. Ja. Ja, aber da muss es doch eine Akte geben, das verstehe ich nicht. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Lass uns diesen Test jetzt gerade machen. Ich erkläre es dir gerade, ich werde diese Stimmgabel anschlagen, dann halte ich die dorthin und du sagst mir, wenn du was hörst und auf den Zeitpunkt, wann du nichts mehr hörst. Mhm. Dieser Test nennt sich Rinne-Test oder Rinne-Versuch. Eine Stimmgabel, die angeschlagen wird, erzeugt einen Ton und den hält man auf den Knochen hinter dem Ohr und über die Knochenleitung wird dann dieser Ton gehört. Und wenn der Ton nicht mehr über die Knochenleitung gehört wird und der Patient das äußert, nimmt man diese Stimmgabel und hält sie vor das Ohr. Und dann wird der Ton im Normalfall wieder gehört. Bei Paul war es so, dass auf dem linken Ohr er das nicht gehört hat. Und das bedeutet, dass dort eine Schwerhörigkeit vorliegt. Also im äußeren Ohr, zum Beispiel durch eine Verstopfung, durch Ohrenschmalz, Cerumen oder im Mittelohr an den Gehörknöchelchen. Ich habe keine Lust mehr hier, das dauert mir alles zu lange. Nein, wir sind eine Schwingmedie. Komm, mach mich wie Papa. Gab es denn schon mal irgendwelche Auffälligkeiten an den Knochen? Irgendwelche Knochenerkrankungen? Brüche hat er schon mal. Was für Brüche? Also ich hatte öfters meinen Fuß gebrochen, 5-mal und meine Zehen auch öfter, aber mittlerweile tue ich die nur noch tapen, weil also mein Vater hat mir das gezeigt und also wie dein Vater im Moment, was du tapest das? Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann nicht euer Ernst sein. Die Ärzte machen doch nichts anderes. Ja, was die doch. Erstmal muss man das röntgen und schauen, ob dort eine Fehlstellung ist und dann muss man die korrigieren. Also jeder Bruch gehört erstmal geröntgt. Mit 16 Jahren ist es sehr ungewöhnlich, dass mehrfach schon Knochenbrüche aufgetreten sind, auch wenn beim Handball das durchaus im Eifer des Gefechts passieren kann. Aber dass man dann aufgrund der Angaben des Vaters nur mit einem Tape damit umgeht, ist nicht normal. Verstehe auch nicht. Warte mal bitte mit deinen Zehen. Dass der Papa dir ganz hochziehen zeigt. Und mal ganz runter. Das ist in Ordnung. Aber ich taste hier schon, dass es nicht alles ganz glatt ist. Da hast du sicherlich schon mal Brüche gehabt, die auch nicht immer ganz gerade verheilt sind. Insgesamt die Konstellation ist bei dir sehr ungewöhnlich. Das sollten wir weiter abklären. Ich hab hier keinen Bock mehr. Das dauert mir alles zu lange. Nein, Mama, erstmal hieß es das jetzt wieder abklären. Immer irgendetwas anderes. Diese Kombination von Symptomen kann ernsthafte Ursache haben. Und wir sollten dich jetzt stationär aufnehmen und ein MRT machen. Paul ist 16 Jahre alt und hat alles abgetan als Lappalie. Aber die Konstellation seiner Symptome deutete schon auf etwas Ernsthafteres hin, sodass wir ihn weiter untersuchen müssen und hier die Eltern dann auch das Sagen haben. Für den Schüler geht es auf direktem Weg in die Radiologie. Bereits eine halbe Stunde später gibt es neue Erkenntnisse. Leider hat Orthopäde Dr. Olaf Thiel schwierige Nachrichten für den sportbegeisterten 16-Jährigen und seine Eltern. Also wir haben jetzt Ergebnisse aus dem MRT vorliegen und es sind mehrere Sachen dabei herausgekommen, Paul. Und zum einen, die Sensibilitätsstörung ist wohl Folge von einem Knochensporn im Wirbelkanal. Der hat sich gebildet, einfach so, warum, wissen wir noch nicht. Und dieser Knochensporn drückt auf den Nerv, auf den Hautnerv, der dieses Areal versorgt. Und deswegen spürst du an der Stelle nichts. Und wir haben ja auch deinen Kopf untersucht und MRT von dem Kopf haben wir auch was gefunden an den Gehörknöchelchen. Die Gehörknöchelchen sind bei dir auf deiner linken Seite verknöchert. Auf der rechten sind die ganz normal. Also auch hier eine Knochenwucherung. Und ich habe gerade noch mal beim HNO-Arzt nachgefragt. Wir haben definitiv keine Akte über ihn. Das heißt, er ist bei uns nie zur Untersuchung gewesen. Wahrscheinlich hat er Angst. Also, hast du Angst vor solchen Untersuchungen? Oder willst du das gar nicht wahrhaben, dass du Defizite hast? Doch, also ich weiß schon, also vor allem mein Ohr, da wusste ich schon, dass ich Probleme damit habe, aber warum ich habe gedacht, das geht irgendwie weg. Ja, aber warum sagst du denn nichts? Da ist doch nichts Schlimmes dran, da musst du untersucht werden, da kann man dir doch helfen. Weil ich Angst habe, dass du das Handballspielen uns verbietest. Und nein, ja, aber man muss doch... Du weißt ganz genau, dass ich das so gerne mache mit Papa und ja. Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber da musst du auf deine Gesundheit achten. Ihr könnt beide nicht einfach immer spielen und spielen. Ihr seid das ganze Wochenende, sind die nur am Spielen. Das geht dann nicht. Ein Hobby zu haben ist auch immer schön. Ja, sicherlich. Ne? Aber es gibt gewisse Grenzen, wo der Körper einem auf jeden Fall schon mal solche festlegt. Und die sollte man definitiv beachten, weil das, was der Doktor jetzt diagnostiziert hat, was die MRT-Bilder zeigen,
ist nicht gerade ungefährlich, ne? Aber wir wissen ja noch gar nicht genaue Ursache. Wir wissen jetzt zwar, was dort vorliegt, aber warum das so ist, wissen wir noch nicht. Das muss ich jetzt noch hatte Paul denn die Masern, Mumps, Röteln? Masern? Ja, hatte der. Aber was hat das damit zu tun? Da war der noch kein Jahr alt. Da habe ich in der Krabbelgruppe angesteckt. Da hatte ich ihn nicht impfen lassen. Es gibt aber auch Viruserkrankungen, die können tatsächlich zu solchen Veränderungen am Knochen führen. Ja, aber er hatte ja damals gar nichts. Also er hat die Masern gehabt, aber nein, das können ja so Spätfolgen wieder sein. Wieso spät? Kann er jetzt noch was von damals? Das müssten wir dann noch weiter untersuchen. Das heißt, wir brauchen einen Endokrinologen, wir müssen Blut abnehmen. Das wird eine etwas aufwendigere Untersuchung und du müsstest hier stationär bleiben. Aber was ist denn mit meinem Ohr? Wird es dann wieder funktionieren, oder? Das müssen wir sehen, wenn wir die Ursache wissen. Eine Verknöcherung an den Gehörknöchelchen, die dann eine Schwerhörigkeit macht oder fast Taubheit, die geht nicht wieder zurück. Aber es gibt heutzutage so gute Hörgeräte, die man auch im Ohr tragen kann, die sieht man kaum. Ja, Paul, aber diesen Knochensporn, den du an der Wirbelsäule hast, den werden wir operieren müssen. Der geht nicht von alleine, da können wir nichts anderes machen. Das ist ein kleiner Eingriff, nur durch ein kleines Löchelchen. Da kommen wir dran, also wir müssen keinen großen Schnitt machen. Wir kommen da dran, entfernen den und dann wird das Gefühl wahrscheinlich auch wieder zurückkommen. Der Teenager wird stationär aufgenommen und soll morgen in den OP. Bis dahin stehen jedoch noch einige Untersuchungen an. Sein Vater hingegen wird wie geplant schon vorher am Fuß operiert. 4 Stunden nach dem Eingriff sieht Dr. Olaf Thiel nach den beiden Handballern. Sein Kollege Bernd Manau begleitet ihn. OP gut überstanden? Ja, muss, ne? Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, ganz gut. Ganz gut? Ja. Ich darf einmal fühlen. Spüren Sie das? Ja. Die Operation von Herrn Walter verlief völlig reibungslos. Es ist ein Routineeingriff für uns. Wir haben diese Achse, diese Achsfehlstellung des Hallux Valgus wieder korrigiert. Und er wird auch dann nach einigen Wochen wieder voll belasten dürfen und nicht weiter beeinträchtigt sein. Paul, ich habe einen Kollegen mitgebracht, der ist Internist und Endokrinologe. Und er hat die Laborwerte dabei. Und wir haben jetzt schon vorausgeschaut, dass wir dich morgen operieren werden am Rücken. Dass wir diesen kleinen Knochensporn, diesen Osteophyten, entfernen werden. Nach dem Eingriff werden wir uns aber auch noch mal um dein Ohr kümmern müssen. Da werden wir dich dann doch noch dem HNO etwas genauer vorstellen müssen. Also kriegst du jetzt ein Hörgerät oder was? Das sieht so aus, aber da gibt es inzwischen technisch so gute, die sieht man kaum. Wenn es mich beim Handballspielen nicht beeinträchtigt, dann was soll ich machen? Kann er da mit Handball spielen noch weiter? Das also wird er wieder können. Hörgerät ist kein Problem. Nein, das wird er wieder können. Das ist das Wichtigste. Ja, guck. Ja? Dann geht das auch. Mhm. Gut. Ab hier übernimmt Kollege Bernd Manau. Der Internist und Facharzt für Hormon- und Stoffwechselerkrankungen hat herausgefunden, was zu der Knochenwucherung im Rücken und den zahlreichen Brüchen des Teenagers geführt hat. Wir haben einen Grund gefunden, warum dein Knochen so ein bisschen komisch geworden ist. Ja? Das ist eine Stoffwechselstörung vom Knochen. Und da gibt es spezielle Zellen, die dauernd am Knochen arbeiten. Ja? Und die Osteoblasten, die bauen den Knochen auf. Und die Osteoklasten bauen den Knochen ab. Und bei dieser Krankheit, Morbus Paget, sind diese Auf- und Abbauvorgänge gestört. Zunächst baut der Körper zu viel Knochen ab und da kommen dann leicht Knochenbrüche. Und danach baut der Körper zu viel Knochen auf. Ja, und dann wächst irgendwo was, wie bei dir. Und das kommt jetzt durch Masern damals, also weil er diese Masern hatte, oder? Bei jungen Leuten gehen wir davon aus, sagen wir so, ganz vorsichtig, es gibt Hinweise, dass die Maserninfektion was damit zu tun haben kann, dass dieses Virus sozusagen den Knochenstoffwechsel so gestört hat, dass er ein bisschen aus der Balance gekommen ist. Es ist was nicht Schlimmes und es lässt sich gut behandeln. Und unser Job als Internisten ist es, eine medikamentöse Behandlung vorzuschlagen. Und dann nimmt man pro Woche eine Tablette, die den Knochenstoffwechsel stabilisieren und normalisieren. Wahrscheinlich wirst du lebenslang, vielleicht dann nur noch alle 4 Wochen oder so, eine Tablette nehmen müssen. Salopp gesagt, und das war's dann. Aber ich kann währenddessen meinen Sport weitermachen. Ja, du wirst einen Trainingsrückstand haben, das ist klar. Ja, aber den holst du wieder auf. Aber es hat einen behandelbaren Grund gegeben und die Behandlung geht nach der Operation auch zügig los und dann kommt das alles wieder in die Reihe. Jo? Die Sensibilitätsstörung wurde durch die OP behoben. Gegen die Schwerhörigkeit bekommt der 16-Jährige ein Hörgerät. Nach insgesamt 5 Tagen durften Vater und Sohn nach Hause. Schon bald wollen sie wieder Handball spielen.